Sieh an. Wenn das mal nicht Sir Richard Hawkins ist. Diebischer englischer Freibeuter und ein arschiger Nervsack. Ach, bist du das, Phil? König Phil Lieb. Ist mir klar. Macht's dir was aus, wenn ich... Oh, nein. Stopf dir ruhig weiter, die Taschen voll. Oh, das ist sehr nett von dir. Nee. Ich würde ja ein Porträt mitnehmen, aber ich muss wirklich los. Ach, falls es eine deiner Armadas je nach England schaffen sollte, komm vorbei, dann zeige ich dir gern London. Das ist doch das Mindeste. Das schreibe ich mir sofort in den Kalender. Also für jemanden, der ausgeraubt wird, bist du ja die Vergnügtheit in Person? No, es ist nur so, ich bin ein bisschen gespannt. Denn weißt du, ich frage mich, wie du hier wieder rauskommen willst. Ein runder Raum, keine Ecken, zwei Ausgänge? Hier hast du wohl nicht die allerbesten Karten, Phil. Und hast du etwa die erste Regel der Spionage vergessen? Nein, immer in der Schusslinie stehen. Mr. Hawkins. Oh, Scheiße. Er trifft ihn! Hoch mit dir! Ich segle unter der königlichen Flagge Queen Elizabeth und sie wird diese schändliche Tat von euch retten! Gut. Ich verlasse mich darauf. Wo ist sie? Sie badet gerade. Was ist denn? König Philipp II. Von Spanien. So wie es aussieht, hat er Sir Richard gefangen genommen. Hawkins? Das sehe ich ganz genauso, Eure Majestät. Hawkins ist von nicht zu unterschätzendem Vorteil. Und wir alle wollen natürlich, dass er auch weiterhin die Spanier ausrauben kann. Aber unsere einzige Option ist Diplomatie und das heißt ein Gipfeltreffen mit König Philipp. Wie euer Vater King Henry immer sagte, halte deine Freunde nahe bei dir, doch deine Feinde noch viel näher. Und noch einiges mehr über Frauen, das ich niemals... Ich denke da an Flaschen drehen. Oder Schlammketchen. Vielleicht aber auch ein schönes Bühnenstück. Ich denke nicht, dass wir übermäßig... Warte. Wer hat gesagt... Ein Bühnenstück. Ladies und Gentlemen, unsere Musik kommt von Herzen und schmeichelt sich ins Ohr. Wir sind die Mühsal des Irdischen. An dir. Es liegt an dir. Ja, es liegt an dir. Offenbar bist du zu etwas Höherem bestimmt. Und zu was? Zum Kochen?
Wie auch immer, wir werden erst mal etwas Distanz zwischen uns bringen. Tut uns fast leid, Bill. Alles Gute, Bill. Ich dachte, er ist Phil. Ich wusste, dass so etwas passieren würde. Das nennt sich Talentneid. Du wirst darüber hinwegkommen. Doch nicht ich, die. Nun, ich werde morgen beim Fleischer vorbeischauen und fragen, ob er noch jemanden für den Nachmittag braucht. Wow, Anne. Ich werde ganz bestimmt nicht beim Fleischer anfangen. Du hast gesagt, wenn das mit der Musik nicht läuft, suchst du dir anständige Arbeit. Du hast es versprochen. Ich weiß, und das habe ich auch. Ich habe ein großes Werk für das Theater geschrieben. Was hast du? Ich bin jetzt Schriftsteller. Oh mein Gott. Was? Bill, du bist kein Schriftsteller. Und was ist denn das da, eine Fötus Morgana? Das heißt Fata Morgana. Genau deshalb bist du kein Schriftsteller. Das ist wieder so eine fixe Idee, Bill. Sowas wie Schauspiel, die Musik, der Interpretivtanz. Nein, 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 nein. Warte, das ist was ganz anderes. Es ist, als würden die Worte durch mich durchfließen. Als wäre ich der Ost und sie die Sonne. Stimmt noch nicht ganz, aber Bill, ist schon viel dran. Textbücher zu schreiben ist kein Beruf. Nicht in Stratford. Du brauchst Theater und Förderer und... Nein. Lass es dir nochmal durch den Kopf gehen. Auf gar keinen Fall schleifst du deine ganze Familie in dieses verfluchte, widerliche London. Du willst nach London gehen? Bitte, dann geh doch nach London. Aber ich und die Kinder werden nicht mit dir kommen. Du bist 30 Jahre alt. Zeit, dass du endlich erwachsen wirst. Und dafür meine Träume aufgeben? Das sind nur Träume. Oh. Nun ja. Wir werden ja sehen, wer hier ein Träumer ist, meine Werteste. In diesem London wird man sich noch die Augen nach mir reiben. Man wird den Namen Shakespeare bestimmt noch in 20 Jahren nicht vergessen haben. Jedem seine Träume. Croydon? Natürlich, Sir. Geradeaus durch das vordere Tor, die Straße runter Richtung Penge. Wenn ihr an den Fluss kommt, biegt ihr scharf nach links ab. Nein, ich will nicht den Weg nach Croydon wissen. Ich bin Croydon. Earl of Croydon. Barry? Ja? Hast du einen Croydon auf der Liste? Ich war erst gestern hier. Schon gut. Ich hab nur einen Chester. Cornwall? Hier ist Van Croydon. Ja, das bin ich. Ihr sagtet doch Croydon. Es gibt keinen Earl Van Croydon. Das bin ich. Eure Liste ist falsch. Aber wir müssen uns an sie halten. Viele Katholiken, verstehen Sie? Ich lasse hier doch nicht jeden einfach rein. Aber ist der denn... Ah, Southampton. Würdest du bitte diesen Idioten sagen, wer ich bin? Na, von Croydon seid ihr doch. Sagte ich doch, der Earl von Croydon. Der Earl von Croydon? Also, hört zu, keine Witze jeglicher Art. Ich sage, wir gehen da raus und gucken einfach sinnlos in der Gegend herum. Nö, ich jongliere lieber. Ich zog also an seinem Finger, doch leider litt er an Durchfall. Gibt's noch irgendwo einen freien Stuhl, Drake, oder? Drake, mein Lieber, sprichst du immer noch von deiner kleinen Vergnügungsfahrt? Oh! Und du, führst du dir eine Schneise durch das hart verdiente Geld deines Vaters? Ich versuch's, mein Lieber. Ich investiere jetzt in die Kunst. Na, das Geld könnte ich auch gleich ins Klo werfen. Oh,
Und habt ihr... Oh, ja. Zwei krüge Met und eine Schüssel mit diesen knusprigen Schweinedingern. Ich bin der Earl also von Also gut, jetzt hört euch das an. Erzählt schon, die Geschichte von dem Seemann. Seemann? Oh, was für eine Seemannsgeschichte? Das ist eine aus der Kategorie unangemessen für Arbeitsplatz. Ich meine, er nennt es eine Wohnung, aber es ist nur eine Hütte mit Sekunde. Oh, ein echter Klassiker. Zwischen 2 und 5 Uhr nachmittags geschlafen haben. Ja, aber es ist schon. Wir haben aufgehört zu kämpfen und sie haben sich hingelegt oder sie haben Pfeilwerfen gespielt. Hey, wo bleibt der Met? Wo bleibt unser Met? Ich bin der Earl von Croydon. Ich serviere keine Drinks und zwar niemandem. Ah, danke. Oh Mist, jetzt habe ich doch serviert. Hier ist euer Trinkgeld. Oh. Oh, so witzig. Ist das der Kongress der Hofnarren? Ich bin um die ganze Welt gesegelt. Seht mich an, liebe Leute. Ihr seid kein Stück besser als ich. Oh, ich mache alles Mögliche. Was denn zum Beispiel? Ja, ich... Ich jongliere. Ich schlucke Feuer. Ah, und ich bin eine Oh nein, Sir. Ein Schreibsteller. Ein Schreiberling. Ein Schriftsteller. Ich bin ein Schriftsteller. Seid ihr nicht, mein Guter? Wie könnt ihr es wagen? Ich bin der beste Schriftsteller von ganz England! Seid ihr das? Wer ist denn das? In der Tat, das bin ich, Eure Majestät. Oh Herr, welch ein glücklicher Zufall. Ich meine natürlich Van Croydon. Croydon, Eure Majestät. Der Earl von Croydon. Van Croydon liegt da unten Richtung Horsham. Croydon ist, wisst ihr denn, wo Penge liegt? Papalapap. Es wird ein diplomatisches Gipfeltreffen geben mit unserem geliebten Cousin, König Philipp II. Von Spanien. König Philipp II. Von Spanien. Von Spanien! Und was wäre ein besseres Kernstück dieser schönen Veranstaltung als eine Demonstration der deutlichen Überlegenheit unserer großen Nation im Bereich der Kunst. Ein Theaterstück, geschrieben von einem meiner ganz persönlichen Höflinge. Und wir werden höchst zufrieden sein mit diesem Bühnenstück von euch. Denn ihr wisst, was passiert, wenn es uns nicht gefällt. Ihr wisst doch, was passiert, wenn es uns nicht gefällt. Yep. Ja, klar. Klappe zu auf den Tod. Ein Bote, der euch sehen will. Und zwar aus England. An seine Majestät König Philipp II. Von Spanien. Das bin ich. Queen Elizabeth lädt euch herzlich zu diplomatischen Gesprächen nach London ein, um die Gefangennahme ihres loyalsten Untertanen Sir Richard Hawkins zu diskutieren. Eigentlich muss ich nur wissen... Sagte ich nicht, sie schluckt den Köder, hä? Das Hoppelhäschen... Steckt in der Slinge. Eure Majestät, die Spezialisten, um die ihr verlangt habt. Oh ja, sprecht mit mir. Lope Lopez, Eure Majestät, Meister der Inquisition. Das Ding bringt einfach jeden zum Reden.
Juan Domingo, Eure Majestät. Spionage und Waffeneinsatz. Wundervoll. Naja, eigentlich habe ich den Pfeiler anvisiert. Muss an den schwitzigen Enden liegen. Und wo ist der andere? Gabriel Montoya, Eure Majestät. Meister der Tarnung. Wenn ihr ein Milchmädchen, ein Waschweib oder eine Fischerin braucht, dann bin ich eure Frau, euer Mann. Mann. Okay. Wir wurden beschenkt mit der... Wieso bist du jetzt wieder hier? Entschuldigung. Es geht nur um die Essenswünsche für das Bankett. Damit wir grob rechnen können für den Hauptgang. Was auch immer ihr habt, ist mir scheißegal. Ich vertrage keine Meeresfrüchte. Was? Naja, Granillen zum Beispiel sind in Ordnung, aber ich muss alle Bivalven vermeiden. Was lauerst du da? Alle Bivalven? Naja, Muscheln, Jakobsmuscheln, Austern und wie heißen denn die, die so senkrecht im Sand stecken? Schwertmuscheln. Schwertmuscheln, genau, die gehen gar nicht. Und ich kann keine Nüsse essen. Wenn ich auch nur eine winzig kleine Nuss esse, erweitert sich meine Kehle, sie schwillt an. Ach ja, Langusse vertrage ich auch. Keine Nüsse. Okay, wisst ihr was, es ist mir Wurst. Klar, selbstverständlich. Verpiss dich endlich. Ehrlich jetzt? Wir wurden beschenkt mit der einmaligen Gelegenheit, die Welt von dieser protestantischen Kuh zu befreien. Und wir schlagen aus dem Innern ihres königlichen Hofes zu. Und das hier wird unser trojanisches Pferd. Sieht aber gar nicht aus wie ein Pferd. Es ist ja auch kein richtiges Pferd. Verstehst du, wie soll ich sagen? Eine Metapher. Geh mal zu Roni. Es ist ein Versteck. So kann man aus dem Geheimen angreifen. Also, meine Herren, seid ihr bereit, eine Königin zu töten? Ja! Okay, was ist das? Ist das so ein Belag drauf oder was? Ihr braucht weicheres Holz, vielleicht Balsa oder so. Oder nehmt den Stuhl. Ja, probiert den Stuhl. Oder den anderen Tisch. Mhm. Warst du schon mal dort? Nein, ist das erste Mal. Ist schön da. Wird dir gefallen. Ach so, klar, besser nichts. Ja. Sie sagen, das meiste ist Schwein. Was meinen Sie? Na, dass das meiste davon Schwein ist. Ist ja nicht so wichtig. Ist ja nicht für mich. Ja. Gut, danke. War gar nicht dort. Hey, und was ist passiert? Jetzt muss ich dieses Stück schreiben oder eine Bande machthungriger Verrückter hackt mir den Kopf ab. Meldet sie doch der Queen. Ich spreche ja von der Queen. Oh. Und lass mir gefälligst nicht immer mehrere Nachttöpfe hier.
Das ist sehr verwirrend. Naja. Und schließlich ein Bühnenstück zu schreiben, kann auch nicht so schwer sein. Reden oder nicht, aber niedergeschrieben. Hallo? Ich bin ein Mann in einem Stück. Hallo? Ich bin eine Frau in einem Stück. Das ist ja einfacher, als ich dachte. Ian, geh raus und hol mir Papier und Federn. Ich werde den Namen Croydon überall bekannt machen. Einen guten Tag, Sir. Ich bin ein Bühnendichter aus einem fernen Tal und komme nach London auf der Suche nach Ruhm und Reichtum. Und wenn Sie jetzt so nett wären, mir die Richtung in das achtbarste Theater der Stadt zu zeigen? Die Theater sind geschlossen, mein Freund. Die Pest, sie tötet die Kunst. Und Menschen, hörte ich. Sie holt sich mein Stück, dann kann sie auch das Publikum haben. Sie sind Schriftsteller. Ich bin auch Schriftsteller. Shakespeare. Bill Shakespeare. Christopher Marlowe. Also, was für Sachen schreiben Sie denn so, Chris? Dramen, Tragödien, Geschichten über Verrat und Rache, Schwächen der menschlichen Natur. Was schreibst du so? Verarschung und Parodien. Über Menschen, die auf die Schnauze fliegen, Komödien. Komödien? Ja, so wie... Ah, wie ich sehe, ist deine Mutter auch hier. Das ist nicht meine Mutter. Deine Schwester ist der anderer Meinung. Das ist ein Mann. Darüber soll man lachen. Du bist nicht aus London, oder? Nein, Stratford. Ich bin nur hier, um dieses Baby ins Theater zu bringen. Hör zu, Bill. Ich bin der erfolgreichste Bühnenautor in London und ich kann mir nicht mal ein Haus kaufen, ohne mir Geld zu borgen. Stell dir das mal vor. Nicht mal ich kann vom verdammten Theater leben. Da werden die Arbeiten eines Shakespeares wohl nicht die Welt im Sturm erobern. Verstehe. Spielst du auch? Naja, ein paar Mal stand ich schon auf der Bühne. Ich denke darüber nach, mich zu bewerben. Ich bräuchte ein bisschen Geld. Ist ein Zwei-Personen-Stück, also, falls du mitkommen willst. Danke. Danke nicht mir. Dank deiner Mutter, die tot ist. Sag mal was. Nein? So, also nicht? Oh, nein. Nein, auf keinen Fall so. Ah, das ist interessant. Und geht es hierbei auch um bedeutende Rollen? Nein, nicht so ganz. Gemüse! Gemüse! Dann probieren Sie doch mal Gemüse zu dem Fleisch. Probieren Sie etwas Gemüse. Gemüse, das ist gut für Sie und das hilft beim Kacken. Bei der Verdauung. Kacken, wer... Ist dir kalt? Mir ist kalt. Oh! Walsingham! Ich dachte, ihr wärt tot. Nein, nur in sicherer Deckung. Aber ihr hattet einen offenen Sarg. Ja, ich wollte sicher gehen. Hör zu, Molly. Ich brauche einige Informationen. Ist es wahr, dass es ein Gipfeltreffen geben wird? Oh ja, hier im Palast am 7. Ich hörte, die Spanier sind gut gebaut. Da hast du falsch gehört. Katholiken können keine Muskelmasse aufbauen, und zwar, weil Gott sie hasst. Sie haben keine Muskeln und sie haben auch keinen Mut, genau wie kleine Wiesel. Sind Wiesel nicht die mutigsten überhaupt? Nein? Dann eben wie Würmer. Oh nein, Würmer haben fast nur Muskeln. Da weiß aber jemand viel über Katholiken. Nein, nein, nur Gartentierchen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Der Feind lauert überall. Die katholische Bedrohung mag gerade ruhen, aber bald schon wird sie erwachen wie ein, Bär? Ja. Gut. Wie ein unmuskulöser, mutloser Bär! Ah! Falscher Alarm. Dann sind wir in Sicherheit? In Sicherheit? Na, wenn die Katholiken so schwach und mutlos sind... Was ihnen auf muskulärer und heroischer Ebene fehlt, machen sie mehr als Wettdurchgerissenheit. Sie hecken sicher schon einen Plan aus, während wir hier reden. Oh, soll ich es der Alten, Eurer Majestät, sagen?
Nein, ich werde für sie Augen, Ohren und Mund sein. Lieber nicht Mund. Sag ihr nur, Sir Francis Walsingham ist wieder da und ich bin nach wie vor ihr ergebenster Diener. Wir sind fast da. Setzt eure Masken auf. Boss? Was ist denn jetzt schon wieder? Was ich nicht verstehe, ist, wenn ihr nach England eingeladen wurdet, wieso müssen wir uns dann über die Küste anschleichen? Nun, weil Juan erstens die Einladung für mich und meine Berater war. Nicht für eine Bande eiskalter Attentäter, hm? Sie waren sehr deutlich, was das angeht. Und zweitens, Juan erfordert ein Attentat wie dieses sehr viel Zeit und Planung, hm? Menschen töten sich nun mal nicht von allein. Mein Cousin schon. Schlaft gut heute Nacht, teure Queen. Schon bald wird dieses Land mir gehören. Boss, ich habe eine schlechte Nachricht zu überbringen. Wir haben das Pferd vergessen. Hallo, Gentlemen. Guten Abend und willkommen in England. Wenn Sie mir einfach zur Zollabfertigung folgen würden, dann melden wir Sie gleich an. Richtig, richtig. Hier bringst du uns an Land? Ich sag dir ganz diskret. Weiß der Teufel, was das bedeutet. Ein Esel aus Stroh, selbst gefertigt? Oh, alles klärchen, Richard. Wenn du mir die dann geschwind wie der Wind weghiefen würdest und ihr könnt mir dann die nächste sur la table stellen. Bärenstarke Burschen, so stramm wie meine Söhne wären. Tja, die Pest. Nun ja, wollen wir doch mal sehen, was wir hier noch haben. Aha, wir wollen niemanden vorverurteilen. Was ist denn das? Damit bringt man... Gazpacho. Damit bringt man Gazpacho auf den Tisch. Es ist eine kalte Suppe. Es ist sehr lecker. Nun, scheinbar ist alles in bester Ordnung. Genießen Sie Ihren weiteren Aufenthalt. Sehr nett. Sir. König Philipp II. Von Spanien? Das bin ich. Oh, wirklich clever. Morgen! Walsingham! Ich dachte, ihr wäret tot. Glaub nicht alles, was du liest. Ich kann gar nicht lesen. Sehr gut. Gibt's Überlebende? Nein, Sir. Wer auch immer das war, hat gründlich gearbeitet. Einen von ihnen haben wir, Sir. Keine Ahnung, wer die sind. Katholiken. Nehmt besser die Beine in die Hand. Stell dich nicht so an. Wartet, das ist vielleicht unser Mann. Das Wetter in London ist ungewöhnlich kalt für diese Jahreszeit. Aber der Beo muss wohl bis zum Winter warten, bis er uns ein Lied pfeifen kann. Was soll denn das jetzt bedeuten?
Seid ihr nicht... Vielleicht unterhältst du dich besser mit jemand anderem. Das Wetter in London ist ungewöhnlich kalt für diese Jahreszeit. Bist du der katholische Kontaktmann? Ja. Nein. Sag schon. Ja. Na gut, gehen wir. Gut, ja. Hier entlang. Komm, Majestät. Au, hallo. Au, au. Soll wohl ein Witz sein, oder? Das ist die bekannteste protestantische Kirche Englands? Dort vermutet keiner ein Versteck der Katholiken, Eure Majestät. Ja, am besten immer in der Schusslinie stehen. Ja, ich mag den Kerl. Er hat Cojones. Komm mit, komm mit hier. Eure Majestät, ihr findet hier alles, was ihr braucht. Heiliger Antonius. Entschuldigung. Mein süßer Engel, Grüße aus besagtem London. Ich bin erfreut, berichten zu können, dass, ungeachtet deiner Bedenken, meine Träume des Erfolgs in Erfüllung gehen. Entschuldigung, man hat mir heute Nacht die Hosen geklaut. Das war ich diesmal wirklich nicht. Ich habe eine herausfordernde Rolle ergattert und trete täglich mit dem berühmten Dramatiker Christopher Marlowe auf. Ich bedauere sehr die Umstände, unter denen wir uns getrennt haben, und freue mich auf deine Antwort. Sie zu lesen wäre eine willkommene Abwechslung von meinem strammen Terminplan voller Proben, Vorstellungen und... Oh nein... Kinder, das ist ja eine Überraschung. Was habt ihr denn hier verloren? Die Kinder wollten ihren Vater sehen. Und was stellt Vati hier dar? Eine Tomate. Mhm. Und gibt es ein Bühnenstück, in dem eine Tomate vorkommt? Lass mich mal überlegen. Oh, seht nur, Kinder, eine menschliche Statue. Nein, der ist tot. Oh, seht nur, ein Jongleur. Geht hin, na los. Ach, diese Kinder... Also das ist sie, ja? Deine tolle, herausfordernde tägliche Rolle. Na gut, Anne, ich geb's zu. Ich trete noch gar nicht richtig auf. Noch nicht. Aber es geht voran. Wenn ich hart arbeite, bin ich irgendwann der nächste Christopher Marlowe. Oh, und da ist Christopher Marlowe. Chris, Anne, Chris. Hallo. Ich wohne bei Tante Jane. Bring sie bis 3 zurück. Anne, bitte! Überleg's dir noch mal! Auftritt des Helden. Nennen wir ihn doch... Held. Bla bla bla. Ach Gott, schreiben ist gar nicht so leicht. Diese arme, sexy Bauernfrau. Hallo, mein Kind. Willst du irgendwo hin? Hier, guck doch, ein schöner Regen. Lass mich in Ruhe! Lasset ab von der wunderschönen Maid, Sir. Na, worauf wartet ihr? Feiglinge! Los, hol ihn dir! Das ist mir jetzt peinlich. Na, denen habe ich's aber gezeigt. Grundgütiger, alles in Ordnung? Ist schwer zu sagen. Ich meine, die Wunde ist tief. Es sind aber keine... Okay. Ich danke Ihnen. Beeilung. Arme Teufel lassen sich leicht verscheuchen, aber sie sind bald wieder zurück. Und dann kommen sie im Rudel. Kommt.
Nicht trödeln, Ian! Ich komme sofort! Hat wohl viel gegessen. Und ich reiß ihm die Kehle raus. Und das Blut spritzt überall hin. An die Wände, an das Gebälk und auf den Teppich. Und die Queen, die versucht abzuhauen, aber sie kann nicht rennen, weil sie aus dem ganzen Blut immer wieder aufrutscht. Also packe ich sie an den Haaren und zerre sie herum, damit sie mich anblickt und sage, ha, klopf, klopf, Lope ist hier. Und sie schreit. Oh, nein. Und ich halt die Klappe und ich drück meine Daumen in ihre Augen. Und als ich sie wieder rausziehe, also da ploppen die Augen raus und hängen so über die Wangen. Ich nehme also die Queen-Augen und gucke sie mit meinen Augen an und ich sage, na, wie gefällt euch das denn, Lady, ha? Lady, gefällt euch das? Okay. Ja. Ah. Danke dafür, Lope. Habe die Ehre. Das war sehr nett. Nennen wir das lieber Plan J. Hm? Plan J. Genau. Entschuldigung, willst du nicht? Oh, ja, sicher. Das Problem dabei ist, wegen dieses klitzekleinen Malheurs unten am Strand, ist die Obrigkeit in Alarmbereitschaft. Die Frage ist nun nicht, wie wir die Queen umbringen, sondern wie wir nahe genug herankommen. Boss, ich habe eine Idee. Ist es dazu erforderlich, dass du dich als Frau kleidest? Nun, ja. Gut, hat dir sonst noch jemand eine Idee? Hm? Nein, nein, bitte, bitte, hör zu. Wir müssen einen Weg finden, uns alle in den Palast zu bringen, ohne Verdacht zu erwecken. Das Bühnenstück ist der Schlüssel. Wieso soll das? Das ist es. Ja. Nun, dann finden wir jetzt diesen Earl von Kreusen. Denn sein Bühnenstück ist unser Pferd von Troja. Irgendwelche Fragen? Bitte kommt rein, entspannt euch und willkommen in meiner... Ich denke wirklich nicht, dass das nötig ist. Nein, nein, das macht gar keine Umstände. Ihr steht noch tief unter Schock. Ich denke nicht, dass ich noch unter Schock stehe. Ja, das ist wohl eines der Symptome. Ian, würdest du der Lady bitte etwas Brandy bringen? Und die Nippeleien. Ich meine Knappereien. Brandy. Also. Könnte ich irgendwo kurz... Oh ja, natürlich. Die Treppe hoch und die zweite links. Ja, danke. Ian, wer auch immer das ist, ich bin nicht zu Hause. Gentlemen, kann ich... Gerne. Sag mal, Lope, was stimmt nicht mit dir? Hm? Was? Was eigentlich dein Vater davon? Wer war das, Ian? Ein paar gut aussehende Männer. Hm? Wer zur Hölle seid ihr? Hä? König Philipp II. Von Spanien. Gott, nicht jetzt. Na, was soll's? Wie geht's euch? Keine Sorge. Wenn ich dich töten wollte, dann wärst du bereits dort. Was ist das? Etwa so eine Art Katholikenaufstand? Katholikenaufstand! Nein. Ich versichere dir, das ist keine Verschwörung. Nein, nein, nein. Es ist nur so, die Dinge zwischen mir und eurer wunderschönen Queen... Die Dinge waren ein bisschen schwierig. Also, habe ich mir gedacht... Wie kann ich demonstrieren, dass unsere zwei Nationen zusammenarbeiten können in Harmonie? Ein Zwillingsflackenkuchen. Das ist ein Kuchen. Sieht man doch. Die Hälfte sieht aus wie die englische Flagge. Stell dir vor, die andere? Dieses großartige Bühnenstück von dir endet. Das Publikum applaudiert. Die Leute jubeln dir zu. Dann trittst du nach vorne. Und du sagst, Eure Majestät, Überraschung, dieses Stück war eine Gemeinschaftsproduktion mit unseren spanischen Freunden, hä? Sie heult, ist großzügig. Sie gibt dir Devon. Ich mag Devon. Wer nicht? Gemeinsam werden wir ein Stück auf die Beine stellen, das in die Geschichte eingehen wird.
Wartet mal, ist das alles? Ja, aber es ist noch nicht ganz fertig. Nicht ganz fertig? Das sind bloß 3 Seiten. Es war eine ziemliche Anstrengung, wenn ich ehrlich ja, bin. Ja, scheint mir auch so. Ich bin ein Mann in einem Stück und ich bin eine Frau und auch in einem Stück. Klingt noch etwas hölzern, was und ich was meine... soll ich jetzt beispielsweise machen? Hm? Über einen ahnungslosen jungen Schriftsteller mit abgeschlossenem Stück stolpern, seine Arbeit stehlen und sie als meine ausgeben? Oh, tut mir leid, ich wusste gar nicht, dass eure Freunde da sind. Oh, Anne, das ist, Jeff Smith. Ja, ein anerkannter Theaterdirektor. Und das da sind die, Cockney-Bogenspieler. Bogenspieler, die ihren ja, wir spielen im Rubble. Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, inszeniere ich ein Stück für die Queen. Wenn du eins auftreiben kannst, mein Freund. Ich finde schon eins. Ja, das wird besser so. Mein Gemahl hat ein Stück geschrieben. Oh, hätten Sie einen Moment Zeit, um mit mir über Gemüse zu sprechen? Nein. Aber Gemüse ist gut für Sie. Hey, was soll das? Das ist der Fleischmarktmann. Das ist unser Revier und nicht irgend so ein langweiliges Gemüsebeet. Hier ist bestimmt genügend Platz für... Gibt's hier vielleicht ein Problem, Leslie? Nein, nein. Kein Problem. Nur ein Salat, der durchgemischt werden will. Na, dann hey, legen wir mal los. Was soll denn das? Ihr könnt hier nicht einfach herumlaufen und andere Menschen umstoßen. Meinst du etwa so? Und jetzt nimm dein Gemüse und steck es hinten rein. Entschuldigung, Mann. Hat den rechten. Wo wollen wir zum Mittag essen? Mir ist doch irgendwas leicht im Tisch. Ja, vielleicht das ohne Fleisch. Phil, Shakespeare? Bringt eure Toten raus! Malo! Bringt eure Toten raus! Wer ist noch tot? Das gibt's doch nicht. Walsingham, ich dachte, du wärst tot. Ich bin so lebendig wie der neben mir. Oh, ich versteck mich immer direkt in der Schusslinie. In diesen aufgewühlten Zeiten. Ziemlich gute Ausbeute. Ja, war ein guter Tag heute. Ist noch jemand tot? Egal, ich werde jetzt zur Sache kommen. Ich brauche ein paar Informationen. Nein, ich bin raus aus der Spionagenummer, das weißt du. Ich bin jetzt ein ernsthafter Künstler. Nun, hauptsächlich, da schreibe ich Stücke. Die Gurke bin ich nur in meiner Freizeit. Klar, wieso auch nicht? Nun, Spion oder kein Spion? Achte bitte auf jedwede Anzeichen für einen katholischen Aufstand. Was für Anzeichen? Keine Ahnung. Beichtstühle, Kerzen, auffallend große Statuen der Jungfrau Maria, Papstbilder. Wenn du irgendwas bemerkst, kontaktiere mich über den Pastetenstand auf dem Marktplatz. Dann bis zum nächsten Mal, ja? Und bis dahin. Eure Majestät? Und für dich auch eins mit. Bitte. Ich bin eine Frau. Ich spiele die Frauenrollen. Oh, ja, na klar. Tut mir wirklich leid. Ja, du spielst die beiden weiblichen Rollen. In Ordnung. Stimmt eure Handlungen auf die Sprache ab und eure Sprache auf die Handlungen. Und vergesst nicht, sprecht immer eure Texte so, wie ich sie euch vorgesprochen habe. Denn einige von euch haben einen echt merkwürdigen Akzent. Ganze Tag Frühstück, Fisch und Chips. Na gut. Das wird schon. Viel Glück, Jungs. Hals- und Beinbruch. Kein Problem. Nippelei? Nein. Wir präsentieren ein mutiges neues Bühnenstück von Bill Shakespeare. Same, but have a different aim. It's a series of funny misunderstandings. Two twins, each with a lover, who mistake each for the other, somehow fall into the service of a mad king. Take this letter, witness to, and they mix up which goes to who.
The comic complications keep expanding. In a tale so confused, you can't help but be amused by this series of funny misunderstandings. A jilted bride. That's not funny. Pretend she died. On the money. And her poisoned body's hidden by a monk. Until a fool who's quite smart says this monk is nuts and locks him in a trunk. And a servant make him think, then hit him with a stick. It's a series of funny misunderstandings. Cue a mixed up wedding blessing, further vexed by more cross-dressing, which goes on to heal two families at war. When the bride they thought was dead comes back with a donkey's head, but marries anyway because her groom has been drugged by a whore. Add a priest, add a lion, add a wrangle over money. It's too much. I'm confused. Yes, that's what makes it funny. Severed heads, star-crossed lovers, impish kings, evil mothers, with a big happy ending notwithstanding. We think you'll agree this has turned out to be a series of funny misunderstandings. Um Himmels Willen. Ich habe von dem Stück gehört. Tut mir leid. Wieso bist du als Wurst angezogen? Ich habe gewechselt. Ich spiel jetzt für das andere Team. Ach, falls die noch Schweinerippchen brauchen, sag Bescheid. Ich fange wohl lieber was anderes an. Ach, komm schon, Bill. Es ist sicher nicht vollkommen schlecht. Weißt du, manchmal denkt man... Ach du Scheiße. Wieso hast du... Wo ist der ganze... Was zur Hölle ist das? Tanzschritte sieht man doch. Ich bin überhaupt kein Schriftsteller. War nur eine fixe Idee. Okay, das Wichtigste zuerst. Schreib, was du weißt. Okay? Na los, hol eine Feder. Und Alkohol! Alles, was du jemals gesehen hast, schreibst du nieder. Gib her. Keine Bücherei. Seine Lordschaft schickt mich wegen Mr. Shakespeares Bühnenstück. Oh, nun, aber sicher, hier ist es. Ich werde das regeln. Mr. Shakespeare arbeitet für Geld, wovon ich hier nichts sehen kann. Nun, seine Lordschaft sagt, er bezahlt Mr. Shakespeare, wenn er ihn wieder sieht. Ach, komm mir nicht mit der Leier. Du weißt, wie es läuft. Keine Pinkel, keine Schminke. Ist ja gut. Ich bin nur der Bote. Mister. Sag Mr. Croydon, Mr. Shakespeare trifft ihn heute Abend an einem neutralen Ort. Bull Inn, Deptford. Ist ziemlich sicher. Er bringt das Geld mit, dann kriegt er das Textbuch. Ist gut, ich sag's ihm. Gut. Und ich sag deiner Mom nicht, wer hier war. Noch nicht ganz bühnenreif. Ja, das sehe ich genauso. Ach, das wird schon. Bleib nur eisern. 50 Pfund und kein Penny weniger. Alles klar. Bill?
Ich denke, du hast etwas. Was denn? Meinst du etwa die Pest? Nein, ich meine Talent. Noch recht rau, ja, aber es ist da. Also, bin ich ein Schriftsteller? Noch nicht. Das kann ich dich lehren. Doch das hier kannst du nur finden. Ein Nippel? Daran arbeiten wir noch. Danke, Chris. Du hast das Stück vergessen! Entschuldigung, ich... Christopher Marlowe! Wie schön, dich wiederzusehen! Sieht so aus, als hätte sich deine Welt auf den Kopf gestellt. Das ist witzig, verstehst du? Denn bei dir zeigt die falsche Seite nach oben. Hör zu, ich weiß, ich hab... ein paar Zahlungen verpasst. Aber... Also ehrlich, ihr Schriftsteller. Ihr seid alle gleich. Wir leihen Moneten dir für Kauf ein kleines Haus. Jetzt hast du ein kleines Haus, also bezahl zurück, Moneten. Absolut, das werde ich. Verspätete Zahlungen können führen zu erhöhten Zinssätzen, Wiederbeschaffungsmaßnahmen und Verlust von Leib und Leben/Leben. Und es gelten die Geschäftsbedingungen. Sind die kleingedruckt? Nicht wirklich. Nun allerdings sind sie auf Russisch. Vielleicht wir waren nicht deutlich damit, was passiert mit Leuten, die zweimal in Verzug geraten. Dieser säumige Kunde ist für uns gestorben. Das ist auch wieder witzig, weil er wirklich tot ist. Um dir zu ersparen weitere Unannehmlichkeiten, wir legen dir nahe, die gesamte Summe zu bezahlen. 50 englische Pfund im Bar und zwar bis morgen um diese Zeit. 50? Woher zur Hölle nehme ich auf einmal 50 Pfund? 50 Pfund bis morgen. Oder wir müssen kaufen eine neue Truhe. Ich hab was für dich. So eine Art Rosen. Hab den Namen vergessen. Und ich hab Neuigkeiten. Oben zulassen. Okay. Mach sie auf. Ich hab mein Stück verkauft. Wow, also... An einen Earl. Den Earl von Croydon. In der Nähe von Kench. Ja. Und sie führen es vor der Queen auf. Nicht hier, im Palast. Das hier war nur, naja, für die Dramatik. Ja. Aber das ist gut, Anne. Stell's dir vor. Wo? Komm sofort da runter, Bill. Das Rose Theater präsentiert Ihnen voller Stolz ein Bühnenstück von Bill Shakespeare. Hör zu. Ich weiß, ich habe es dir nicht immer gerade leicht gemacht. Aber es fühlt sich an, als würde es jetzt für mich bergauf gehen. Für uns. Und du hast gesagt, ich würde es niemals schaffen. Was? Geh und versuch es als Fleischer, hast du gesagt. Geh nicht nach London, hast du gesagt. Tja, und jetzt sieh mich an. Augenblick. Ich habe dich doch immer unterstützt. Ja, und auch nein. Bis zu einem gewissen Punkt, aber... Einem gewissen Punkt? Ich meine, seien wir doch mal ehrlich, ich bin jetzt hier, in London, und werde bald mein erstes Bühnenstück aufführen, vor der Queen. Und wem verdanke ich das? Meiner Wenigkeit. Die Nummer eins. Na, ich, wer denn sonst? Ich war es aber, du Idiot. Was? Ich hab Croydon von deinem Stück erzählt. Was? Wann? Neulich.
Neulich, bei ihm zu Hause. Ach, bei ihm zu Hause warst du, ja? Nein, so war das nicht. Er hat mich mitgenommen. Ach, tatsächlich? Oh, ich hab versucht, dir zu helfen. Tja, ich brauch deine Hilfe nicht. Ach, dann war das nur ein Zufall. Na dann viel Glück fürs nächste Mal. Ich gehe zurück nach Stratford. Meinetwegen. Eines Tages erkennst du, was du gerade verloren hast. Ich hoffe, das war's wert. Nein, eines Tages wirst du erkennen, was du verloren hast, wenn ich hier oben auf der Bühne stehe. Hier auf der Bühne. Dinge kurz und schmissig zu sagen, statt auf lange und träge Weise, ist die Seele von Esprit. Oh, da sieht aber einer ramponiert aus. Was machst du in der Pastete? Das ist eine Tarnung. Oder man könnte auch sagen, eine Pastetentarnung. Das funktioniert auf unterschiedliche Weise. Erstens ist es eine Tarnung, zweitens eine Tarnung als Pastete und drittens sind Pasteten mein Leibgericht. Also... Wirklich clever. Ja. Was wolltest du? Naja, weißt du von katholischen Verschwörungen? Trägt der Papst einen bescheuerten Hut? Ich glaube, ich weiß von einer. Er hat ein Zimmer über dem Feder und Degen gemietet. Nun, du wirst es selbst sehen. Er hat es in so eine Art katholischen Schrein verwandelt. Was zum... Jemand will mich reinlegen. Mr. Shakespeare nehme ich an. Du, mein Freund, gehst auf direktem Weg in die Hölle. Links vor drei, vier. Ihm nach, ihr Geld dabei? Wo ist Shakespeare? Er ist beschäftigt. Ich bin sein Agent. Bitte zuerst das Stück. Mit dir Geschäfte zu machen. Wieso nur? Es ist billiger. König Philipp II. Von Spanien. Das soll doch keiner wissen. Aber danke, dass du so nett warst, mir das Stück zu bringen. Ich werde es benutzen, um die Queen auszuschalten. Ein katholischer Aufstand. Unmensch. Oh, sag doch nicht sowas. Zieh's nicht raus. Es tut gar nicht weh, wenn ich's schnell mache. Ist ein bisschen wie... Suchst du deine Augenbrauen? Nein, wieso? Okay, na, ungefähr so fühlt es sich an. Oh! Bitte die Rechnung. Chris, ich bring dich um! Ja, da bist du
der Einzige. Oh mein Gott, was hast du da? Ach, das ist ein Kratzer, nur ein Kratzer. Schon okay. Ist wohl doch schlimmer als gedacht. Chris? Ich hab dich verraten. Ich hab das Stück gebraucht und das Geld. Ich bin furchtbar verschuldet. Deine Gläubige haben dir das angetan? Nein, nein, nein. Das waren Katholiken. Katholiken? Croydons Freunde. Das sind Spanier, hörst du? Die Cockney-Bogenspieler, aber die sind aus Bow. Nein, hör mir zu. Sie wollen unser Stück benutzen, um irgendwie die Queen umzubringen. Du musst zum Pastetenstand gehen, auf dem Marktplatz. Wow, 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 was machst du da? Oh, Entschuldigung, brauchst du den etwa noch? Was soll das denn? Er ist doch noch gar nicht tot. Naja, noch nicht ganz, aber ich mache um 5 Feierabend. Und wenn ich ehrlich sein soll... Zieh Leine! Okay, also die da, vielleicht ist die deine Mom. Himmel, Herrgott, doch nicht jetzt, Chris. Ja, ja, der Aufstand. Du musst mit Walsingham reden. Geh zum Pastetenstand auf dem Marktplatz und sag die folgende Parole. Dinge kurz und schmissig zu sagen, ist dieselbe von Esprit. Du meinst Bündigkeit? Ja, ja, aber sag's mit meinen Worten. Und Walsingham kümmert sich um die Spanier. Räche mich, mein Freund. Ich werde jetzt abdanken. Das war's dann. Die Glocke ruft mich bereits. Da fällt mir noch was ein. Das Stück, das ich ihm gab, das ist... So jung und altklug. Sagt, man wird nie alt. Ist doch nicht dein Ernst. Nun, Eure Majestät, wir haben unser Stück. Cheers, wir holen uns ein paar Nippeleien. Sag mal, was ist denn das hier? Das sieht ja eher aus wie ein russischer Kreditvertrag. Dieser vermaledeite Kleine. Pelz! Holt euch eure Pelze! Hochmodische Pelze! Totig! Dinge kurz und schmissig zu sagen statt auf lange und... Oh nein. Oh doch. König Philipp II. Von Spanien. Wo ist das Bohnenstück? Ich weiß es nicht. Besser, du sagst es mir. Oder ich übergebe dich an Lope hier und seinem kleinen Apparat. Und du willst nicht wissen, wo ich diesen kleinen Knubbel ansetzen werde. Also, du sagst mir jetzt, wo du... An die Popo. Jetzt sagst du es auch noch. Wieso machst du sowas? Ist viel dramatischer, wenn du es nicht sagst. Was? Okay. Ja? Ja, klar. Soweit ich weiß, hattet ihr das Stück. Keine Ahnung, wer es jetzt hat. Dann schreibst du mir eben ein neues Stück. Aber ohne Chris ist das völlig unmöglich. Nichts ist unmöglich, Mr. Shakespeare. Es bedarf nur der nötigen Motivation. Ganz genau. Wir haben Jan. Sie heißt Anne. Ach ja. Wieso nur? Weil die Queen ein Stück braucht und ich werde sie mit Sicherheit nicht enttäuschen. Er will die Queen doch nur umbringen, du Idiot. Du meinst, er will sie überraschen, die Queen. Ist doch so. Naja, es ist schon eine Überraschung. Oh, du gemeine Schlange. Als loyaler Pier und Patriot würde ich niemals unser geliebtes Königreich verraten. Du kriegst immer noch Devon. Und schon bin ich wieder an Bord. Also, du schreibst mir ein neues Bohnenstück. Ansonsten heißt es Adios, Signora. Das... Das ist Spanisch für Goodbye Lady und bedeutet, ich werde sie töten.
Du hast doch schon mal ein Stück geschrieben. Schreib doch noch eins. Ich dachte, du bist Bühnenautor. Ja, da hast du falsch gedacht. Ich kann das nicht, jedenfalls nicht allein. Ich hoffe, du irrst dich um deinetwillen. Wer bist du? Beim Himmel, ich beschwöre dich, sprich! Hallo. Hallo. Du bist nicht hier. Mein müder Verstand spielt mir nur Streiche. Ich bin ein Freund, der da ist, wenn man ihn braucht. Zweifle nicht, ich bin hier. Dann bist du gekommen, um mir zu helfen. Bei dem Stück. Ich kann ebenso wenig eine Feder anheben, wie diesen Becher hier antippen. War sicher nur ein Windstoß. Worauf ich hinaus will, ich kann dir nicht helfen, Bill. Du brauchst keine Hilfe. Ich habe nichts hier stehen. Keine Figuren. Keine Geschichte. Keine einzige Geschichte? Aus unserer ganzen gemeinsamen Zeit? Oder darüber, wie das Schicksal mit dir umgesprungen ist? Geschichten über Verrat, verschwörerische Könige, den Tod eines Freundes. Mit Wendungen, die jede fiktive Geschichte in den Schatten stellen. Schreib, was du weißt. Ja, das könnte ich. Ja, das kann ich. Nein, 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 warte, warte, das ist nur die Geschichte. Was ist mit den Worten? Absolutes Meisterwerk. Dann kann meine Frau jetzt gehen? Nicht bevor du hier fertig bist. Ich habe noch einige Anmerkungen. Zunächst mal vergessen wir das hier. Es ist jetzt dein Bühnenstück. Und des Weiteren, finde ich, könnte das Ende für meinen Geschmack, wie soll ich sagen, etwas explosiver sein. Hurra! Etwas näher. Also, hier ist der Plan. Ihr werdet während des ersten Aktes das Schwarzpulver hinter der Bühne aufstappen. Juan wird dann die Schundschnur anbrennen, sobald der Ramon, der die dritte Hexe spielt, den Text sagen hört. Im Eil dir, kümpft dem König. Das wird bombastica. Ich werde mich entschuldigen und hinausreichen, während ihr durch die Küche rausgeht. Ich muss los. Wiedersehen. Und Mr. Shakespeare wird mit uns kommen, um dem letzten Akt seines kleinen Dramas beizuwohnen. Wir werden es mit dem Stück im wahrsten Sinne des Wortes krachen lassen. Na kommt schon, das ist ein Theaterwitz. Meine Herren, auf zum Palast! Okay, ein bisschen nach links, John. Nach links. Mein links! Genau. Und lass das runter. Gemma! Ist ein wichtiger Tag heute, wie ihr euch denken könnt. Die Sicherheitsstufe wurde gesetzt auf dunkles Mittelalterblau. Was, wie ich meinen würde, dieses hier ist. Hallo? Entschuldigung. Wo wollt ihr hin? Oh, wir sind die Cockney-Bogenspieler, mein alter Feger. Well, die Bühnenkünstler, ja. Darauf freue ich mich schon. Ich bin früher selbst aufgetreten. Habt ihr mal von den tuckigen Taschentrompeten gehört? Ach, das waren noch Tage. Wie auch immer, folgt einfach dem Weg und ihr kommt direkt zum Haupttor. Augenblick. Wofür braucht ihr diese Fässer? Es gibt einen Cockney-Song aus der Chipside. Zu der will sie auf die Bühne rollen.
Rollfässer, hier, mein Freund. Mit diesem Fässer habt ihr dann viel Spaß. Hier, wo kommen sie alle her? Das war ja schön getrellert. Na, dann trabt mal weiter. Lecker, lecker. Ach ja, die Banner. Gemma! Klassisch. König Philipp, der Zweite von Spanien! König Philipp, der Zweite von Spanien! Ihre außerordentlich herausragende Majestät von Gottes Gnaden, Elisabeth. Königin von England, Frankreich und Irland. Verfechterin des Glaubens. Profilierteste Monarchin. Gehen wir davon aus, dass er mich kennt. Euer Majestät, es ist mir eine große Ehre, dass ihr mich in euer schönes Land einladet. Indem ich erst seit heute Morgen bin, ich fuhr direkt hierher und fuhr nichts im Schilde. Ich fühle mich noch ganz sehr krank. Philipp, es ist unsere größte Hoffnung, dass dieses Treffen den Weg ebnen wird für dauerhaften Frieden zwischen unseren zwei großen Nationen. Na los, bringen wir das endlich hinter uns. Zuerst werden wir essen. Und bevor ihr fragt, die Suppe servieren wir heiß. Den höre ich ja zum ersten Mal. Dann sehen wir uns Van Croysons neues Bühnenstück an. Und abschließend reden wir über die Freilassung Hawkins. Von wem? Hallo? Oh, der, stimmt. Deshalb bin ich ja hier. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb, furchtbar. Ja, das ist er. Oh, einer von denen hat etwas über einen Pastetenstand gesagt. Wie findest du die Stimme? Ist sie überzeugend? Gabriel, das ist kackegal. Während wir die Tomaten kreisen, garten die Zwiebeln, gib die Tomaten hinzu und dann... Sisi. Early, gefällt mir, was du da gemacht hast, hä? Zwei Bärte in einem, wirklich gut. Oh, ich hoffe für dich, dass es gut wird. Deine Frau ist auch hier. Oh, erwähnte ich es nicht? Für Devin brauche ich auch eine Herzogin. Er mag vielleicht ein wahnsinniger religiöser Extremist sein, aber dieser Shakespeare ist auf Zack. Und ein Mann, der auf Zack ist, weiß, Mann, versteckt sich mitten in der Schusslinie. Ladies und Gentlemen, eure Majestäten, ich präsentiere Ihnen mit Freude und zu Ihrer Unterhaltung eine neue Tragödie. Komödie, Drama und historisches Bühnenstück, geschrieben von und in Nebenrollen zu sehen, dem Earl of Croydon, das bin ich. Croydon. Darauf zu spielen und Monarchen, um der Szene Pomp zu schauen. Habt ihr gesehen? Hast du gesehen? Ich war einfach. Ich war ein.
ich in der Hölle landen. Mahlzeit. Du hast mich befreit. Nein, du hast mich befreit. Verschwinden wir. Wo willst du denn hin? Wir müssen Anne retten, das Komplott aufdecken. Bist du irre in der Kokosnuss? Was zum Kuckuck ist eine Kokosnuss? Nun, meine katholischen Freunde, da habt ihr mich ja ganz schön an der Nase herumgeführt. Aber nun sieht es wohl so aus, als hätte ich wieder die Oberhand. Links! Links! Nochmal werde ich sie nicht zurücklassen. Dann trennen sich jetzt unsere Wege. Gott sei mit dir, mein Freund. Nicht? Na gut. Siehst, genug. Das werde ich wohl lieber umschreiben. Ein Theaterstück für Ihre Majestät. Ha! Höret, Hamir, der Daumen sehr hoch. Etwas Böses kommt hier. Was nun, ihr geheimen Ihr Otan von Dir, Otan von Ihr künftigen König! Hör mich an! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was zur Hölle? So höb ich eine Kunde an, von der das kleinste Wort die Seele dir zermalmte. Wo steckt denn diese verdammte Scheiße? Ein schnöder, gemeiner und unerhörter Mord. Marlo? Den ich jetzt rächen werde. Shakespeare! Er war es! Oh, ein Auftritt von hinten! Der Katholik gehört mir! Hört doch, ihr habt den Falschen! Genau das wird ein katholischer Verräter sein! Das bezeichnet man im Theater als das Durchbrechen der vierten Wand! Schwerkampf oder doch Schwertmuskeln? Lächelnder Schurke. Die ganze Welt ist eine Bühne. Und alle Männer und Frauen bloße Spieler. Sie treten auf und gehen wieder ab. Sein Leben lang spielt einer manche Rollen. Wie dieser Mann. Hat er nicht glaubhaft die Rolle des Patronen gespielt? Des Patrioten? Des Verräters? Des Diebes?
Wer beraubt einen Schriftsteller seiner Worte? Einen Mann seiner Frau? Ein Land seiner Königin! Eure Majestät, die Hölle ist leer! Alle Teufel sind hier! Habe ich nicht recht, Phil? Oh! Du hältst dich ja für so gerissen, hm? Mit deinen Haaren, mit deinem Gesicht. Aber das ändert gar nichts. Wir verlassen jetzt dieses klamme, faulige Plumpsklo von einem Land. Sehr gut, Mann. Doch eines sollt ihr wissen. Ich werde zurückkehren. Und meine Vergeltung wird richtig furchtbar werden. Ich werde Dinge tun. Nur was für Dinge, das weiß ich noch nicht. Aber es wird der Terror auf Erden. Und wir bringen ein Pferd zu euch. Aber kein normales Pferd. Oh nein, sondern ein gigantisches Pferd. Und das wird euch verwirren. Aber Sinn von Pferd ist... Was ist los mit dir, hä? Was ist eigentlich los mit dir? Hast du einen Dachschaden, hä? Das ist kein echtes Pferd. Kein echtes Pferd. Es ist ein Pferd aus Holz. Was ist daran so schwer zu verstehen, meine Fresse? Ich verhafte euch wegen Hochverrat an der Queen und an der Krone, Van Kreuzen. Ich heiße nicht Van Kreuzen. Ich heil... Ach, ich geb's auf. Ein Kopf voll wundervoller Worte. Beinahe schade, ihn mit Eisenspitzen zu durchlöchern. Er hat das Stück nicht geschrieben. Eure Majestät. Wer hat es denn dann geschrieben, mein Kind? Bill. William Shakespeare. Mein Gemahl. Ich muss schon sagen, Mr. Shakespeare, es scheinen einige Talente in euch zu schlummern. Ich mag diese Schufte entlarvt haben, Ma'am. Und doch bezeichne ich mich als einer von ihnen. Denn obwohl ich ihre verbrecherische Natur nicht teile, habe auch ich gesündigt. Eines Dämons würdig. Als ich einen Engel zurückließ. Soll ich dich einem Sommertag vergleichen? Nein, du bist lieblicher und frischer weit. Durch Maienblüten raue Winde streichen und kurz nur wert ist. Mr. Shakespeare! Auf die Knie und küsst meine Hand. Ich mag nicht mehr lange auf dieser Welt verweilen. Doch ich bin zutiefst dankbar für jeden neuen Morgen. Danke. Southampton! Stets zu Diensten. Ist eure Schatzkammer noch so prall gefüllt? Oh, sie ist völlig außer Kontrolle geraten. Ich musste eine ganze Wand einreißen. Nun denn, sorgt dafür, dass dieser loyale Bürger hier stets finanzstark ist. Wie ihr wünscht. Wir werden doch wohl noch viel mehr von euch hören. Oder etwa nicht, Shakespeare? Doch, Eure Majestät. Ich habe noch einige Ideen. Vortrefflich. Aber wohl besser eins nach dem anderen, denn das war ein bisschen dicht. Nun denn, Ende gut, alles gut. Zeit für etwas Musik, dünkt mir. Ladies und Gentlemen, darf ich vorstellen, die Mühsal des Irdischen! Thank you.
könntest du dich für einen Titel entscheiden? Wie wär's mit einer Abfolge komischer Irrungen? Das geht in die richtige Richtung. Au, fertig. Wir können dann. Was meinst du, Anne? Ist die Welt bereit für Shakespeare? Hast du noch ein paar letzte Worte? Ja, geht bloß nie zum Theater. Ich hatte wenigstens gedacht, Ian würde kommen. Ich gehe jetzt rein.